Herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 2 und wir besuchen mal den Zoo. Der Zoo hat noch geschlossen. Versuchen das zumindest, okay. Und dann würde ich sagen, zurück zur Brücke und mit dem Regenschirm irgendwie gucken, ob wir weiterkommen. Der Schirm hat so viele Löcher, der würde den Straßenfeger auch nicht davor bewahren, nass zu werden. Schade. Schade. Wenn wir irgendwas mit der Uhr machen müssen. Die Uhr ist stehen geblieben. Ein stinknormaler Gulli. Aber offensichtlich einer, in den sie reingrabbeln möchte. Da kann ich nicht reinfassen. Die Schlitze sind zu eng und der Deckel lässt sich aus irgendeinem Grund nicht anheben. Da kriege ich höchstens die Spitze durch. Der Rest des Schirms ist zu breit. Boah, die stellt sich aber auch an. Da kriege ich höchstens die Spitze... Du arme Nuki. Der Teddy, durchstopfen. Aber ansonsten geht ja nichts. Kann ich den dann? Nein. Ich quatsche ihn mal nochmal an, ja? Hallo, warten Sie immer noch auf den Kleinbus Ihrer Freunde? Ja, Sie sollten allerdings jeden Moment hier sein. Eigentlich müsste ich dringend mal für kleine Italiener, aber ich kann hier leider nicht weg, da Sie sonst vermutlich die falsche Abzweigung nehmen und den Weg dann niemals finden würden. Wollen Sie uns nicht doch begleiten? Danke, aber es geht leider wirklich nicht. Schade. Fass doch mal da. Wir bleiben hier stehen und so. In Ihrem Wagen ist ein hässlicher... Mama mia, warum... Entschuldigung, ich wusste... Seit heute Morgen denke ich an nichts anderes. Ach, das ist gar nicht Ihre... Nein, aber der Kratzer... Beruhigen Sie sich wieder. Und so schnell wird aus einem stolzen und attraktiven Mann... Haben Sie ihn das schon gefragt? Ja, natürlich habe ich alles schon gefragt. Mach ruhig nochmal. Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber... Die Frage klingt wirklich seltsam, aber... Habe ich mir beinahe gedacht. Ich bin mal kurz weg. Schade. Kannst du irgendwas auf sein Auto anwenden? Das hätte ich als nächstes probiert. Achso, da komme ich nur zurück zur Karte, ne? Ja, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Gulli, die Blümchen gehen alle nicht. Naja, ansonsten geht nur das hier rein oder die Uhr. So, kann ich was auf sein? Nein. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert, die bestimmt schon bei der kleinsten Berührung... Ja. Der Wagen ist durch eine... Aber es ginge. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert. Es ginge, wir müssen nur irgendwie die Alarmanlage auskriegen. Oder ihn halt weg oder so. Ihn weg. Ihn weg. Naja, der wird nicht gehen, wenn der, wenn sein kleinen Bus... Wer so lecker aussieht, bei dem sind die inneren... Die Uhr ist stehen geblieben. Mach mal nochmal irgendwas mit dem Uhrwerk. Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Ich werde mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bringen. Der Mechanismus scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Vermutlich wird sie gleich wieder stehen bleiben. Der Typ hat doch irgendwas von der Zeit gesagt, ne? Ja, deswegen, da hänge ich auch gerade. Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder stehen bleibt? So einfach noch ein paar Mal drehen? Also, es ist ja wurscht, wenn sie gleich stehen bleibt. Hauptsache, sie ist ein Stück weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. Na klar, Geld regiert die Welt. Und umsonst ist er tot. Auch wenn es in diesem Fall nur einer 10-Cent-Münze bedarf. 10 Cent, wir haben nur 5. Kannst du irgendwas auf dem Brunnen anwenden? Nee, ne?
Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder... Jetzt macht es gar nicht mehr? Jetzt macht es gar nicht mehr. Na, dann geh mal raus, ja. Ja, jetzt gehe ich nochmal zu ihm. Wenn er noch da ist. Sie hat sich verändert. Die Uhr ist stehen geblieben. Aber die steht jetzt anders. 5 Minuten später. Hallo, warten Sie immer noch auf den Kleinbus Ihrer Freunde? Ja, Sie sollten allerdings jeden Moment hier sein. Eigentlich müsste ich dringend mal für kleine Italiener. Wollen Sie uns nicht doch begleiten? Danke, aber es geht leider wirklich nicht. Schade. Ich bin mal kurz weg. Schade. Kannst du jetzt nochmal weiter drehen? Ich frag nur mal, um das Prinzip einfach noch zu verstehen. Ja. Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder stehen bleibt? Keine Antwort? Na dann lass... Wir übersehen hier auch nichts, ne? Na, drück doch die Lupe. Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert. Hätte ich auch schon. Hatten wir. Ja. Ha! Aber das ist ja auch nicht... Doch, dann sieht sie wenigstens, wozu sie es macht. Ah, Loki! Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist stehen... Ja. Guck mal, ob es geht. Ein netter Plan. Ich lege ihn auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, rutscht er irgendwann vom Zeiger runter, fällt auf den Wagen und löst so die Alarmanlage aus. Das Problem an der Sache, ich würde das Auto damit wirklich beschädigen. Vielleicht fällt mir noch eine bessere Alternative ein. Teddy. Ein netter Plan. Auf den Minutenzeiger legen und die Uhr aufziehen. Wenn der Zeiger... Das Problem an der Sache, das Ding ist zu leicht und... Ein netter Plan. Das Problem an der Sache... Ja, weil die rot ist. Ah ja. Gar keine so schlechte Idee. Ich lege die Kerze auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Ich muss nur sicherstellen, dass ich mir währenddessen ein Alibi besorge. Eher mit ihm quatschen. Die Uhr ist stehen geblieben. Ach so. Das wird ja schwierig. Ein teuflischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte. Wäre das hier ein Computerspiel, würde man es vermutlich als gewaltverherrlichend einstufen und auf den Index setzen. Ja, jetzt aber leider aber ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst und ich muss die Welt retten. Und für Weltenretter gelten nun mal andere Gesetze. Also, auf geht's. Na, warten Sie immer noch? Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich haben sich meine Freunde nicht verfahren. Was? Das ist doch... Mein Auto! Halt! Wartet! Ihr fahrt in die falsche Richtung! Ihr müsst doch hier abbiegen! Halt! Na, so ein Mist! Jetzt bin ich komplett durchnässt. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. Oh, so schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelingen. Alles geht. Alles geht in die Hose, hä? Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Oh mein Gott! Der ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Schließlich bin ich ja nicht ganz unschuldig an seiner Stimmung. Jetzt bringt er von der Auto nehmen. Ich dachte schon, er will sich was antun. Oh, wo sind wir jetzt? Wasser! Ja! Hübsch. Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Blumen. Ich habe keine Ahnung, wen diese Statue darstellen soll. Und eine Plakette mit näheren Hinweisen ist nirgendwo zu sehen. Ist mir ein Rätsel, wie sich die Statue auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen soll. Naja, fraglich, ob das eine Frau ist. Wow, was für ein Schloss. Wer da wohl wohnt?
Ist hier ohne Hund. Die Zeitung von gestern. Nimm mit. Wozu auch immer? Der sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Hallo, wieder alles in Ordnung? Ich mache mir echt Sorgen um Sie. Oh, hallo. Ja, ist nicht mein Tag heute. Erst zerkratze ich mir mein Auto und dann verpasse ich auch noch meine Verabredung, die jetzt vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Spanien ist. Oh, ich fürchte, dass ich zumindest für die verpasste Verabredung verantwortlich bin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Irgendwas, das Ihre Laune wieder etwas aufbessert? Nett gemeint, aber ich laufe schon seit Jahren meinem Glück hinterher. Es ist einfach schneller als ich. Man kann das Schicksal nun mal nicht ändern. Der arme Kerl ist ja fix und fertig. Nina, du musst dir dringend was einfallen lassen, sonst kriegst du bald nur noch Angebote als Filmbösewicht. Ich hätte da einen Teddy. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar, schon aus purem Mangel an Energie. Guck doch mal die Zeitung erstmal an. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen zu dem. Du kannst ja aber noch nach links weitergehen. Nee. Klar. Geh mal da hin. Oh. Ja. Oh, geil! Oh, Schnappes. Ein Tennisball. Ein Tennisball. Ja, mitnehmen. Nina wieder. Wippe! Was ist denn das? Slenderman! Klosch, was macht der hier? Weiß ich nicht. Da treibt ein Hula-Hoop-Reifen auf dem Wasser. Geilo! Da komme ich leider nicht ran! Ja, wozu hat man schon mal so einen Schirm, hä? Oh, doch. Das war ja erschreckend leicht. Schnapp es! Ich will wippen! Einige leere Flaschen und eine Buddel voll rum. Oh, eine volle Buddel? Ich soll einen Kloschar bestehlen? Solange er noch Verwendung dafür hat, werde ich sie ihm bestimmt nicht wegnehmen. Aber der kann ich viel besser gebrauchen. Müffelt etwas, aber scheint ein netter Kerl zu sein. Wenn ich nur wüsste, warum er mir so bekannt vorkommt. Wir quatschen ihn mal an, ja. Hallo, da sind Sie ja wieder. Wollten Sie mich mal zu Hause besuchen? Jo. Sie wohnen hier? Naja, es ist nicht das Ritz. Aber zumindest hat man hier seine Ruhe. Wenn nicht gerade mal wieder so ein jammernder Zeitgenosse vorbeikommt. Was ist los mit dem armen Kerl? Der hat den Bus verpasst. Tragisch. Wirklich tragisch. Mon Dieu! Wann hat er jetzt so wieder auf? Sie trinken ganz schön viel. Ja, ich weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie noch nie auf der Straße gelebt haben, oder? Nein, nicht wirklich. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Feste Nahrung bringt natürlich deutlich mehr Energie. Aber Energie wofür? Niemand wartet darauf, dass ich genug Energie habe, um ein Haus zu bauen oder mein Auto zu reparieren. Einen Job habe ich auch nicht. Ich brauche also nicht wirklich Energie für irgendwas. Was ich hingegen ganz dringend brauche, ist eine Möglichkeit, diesen Mist hier zumindest kurzzeitig zu vergessen. Und ich brauche etwas, das mich in diesen Nächten warm hält. Richtig. Ich verstehe. Nein, tun Sie nicht. Aber das mache ich Ihnen auch gar nicht zum Vorwurf. Ist nun mal schwer nachvollziehbar für jemanden, der noch nie in einer solchen Lage war. Wollen Sie nicht zumindest mal versuchen, aus diesem Kreislauf rauszukommen? Und wie? Zum Beispiel, indem Sie mit dem Trinken aufhören. Ich könnte mal schauen, ob ich Ihnen was Essbares organisieren kann. Hab ich schon versucht. Aber der Mensch füttert nun mal lieber Tauben als seinesgleichen. Klingt ein bisschen nach böse Welt und keiner hat mich lieb. Wenn ich Ihnen was zu essen besorge, würden Sie dann mit dem Trinken aufhören? Ich könnte mein Geld dann in einen Schlafplatz investieren. Abgemacht. Na gut. Oh Gott, oh Gott. Gesundheit! So, ich beniese das Ganze mal. Sie wissen nicht zufällig, wann der Zoo aufmacht, oder? Eigentlich müsste er jetzt aufmachen. Yay! Gut, dann werde ich da gleich mal vorbeischauen. Ach ja, das können wir der auch der Brunnen da drüben. Lassen Sie mich raten. Sie haben Geld reingeschmissen und hoffen jetzt darauf, dass alles besser wird. Nein, wieso sollte ich? Oh, ich dachte nur, weil das früher bei Touristen sehr beliebt war. Fünf Reihen raus. Ja, ja, man sagt, er habe magische Kräfte. Das sagt man auch von einigen hochprozentigen Getränken. Ja, aber glauben Sie mir, auch das stimmt nicht. Na, Sie müssen es ja wissen. Und warum schmeißen die Leute jetzt kein Geld mehr rein? Vermutlich haben sie den Glauben an die Existenz von Wundern verloren.
Also muss auch ich meine Hoffnung auf ein Wunder begraben? Probieren geht über Studieren. Und wenn Sie zu viel Geld haben... Dann werde ich an Sie denken. Versprochen. Danke. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Und das sagen auch wir in dieser Folge. Tschüss.